Maxima der Niederlande und ihre Familie erlebten bei der Parlamentseröffnung am 19. September unschöne Szenen. Klimaaktivisten, die gegen die staatlichen Vorschriften zur Unterstützung der fossilen Industrie demonstrieren, buhen und pfeifen die Königsfamilie aus. Ein schwerer Schlag für Maxima und ihre Familie. Die 52-Jährige lässt sich jedoch nicht so leicht die Laune verderben. Bei ihrem neuesten Auftritt am 20. September hüllt sich die gebürtige Argentinierin in unschuldiges Weiß und lächelt den Vorfall vom Vortag einfach weg. Maxima, die sonst für ihre farbenfrohen Looks bekannt ist, entscheidet sich beim Empfang für die Handwerker, die an der Bestückung der neuen Vorhänge für den chinesischen Saal im Huitian-Bosch-Palast in Den Haag beteiligt waren, für ein langes, tailliertes Kleid. Ist ihr weißes Outfit ein verstecktes Friedensangebot an die Demonstranten oder möchte die niederländische Königin mit ihrem Look an diesem Tag einfach nicht auffallen? Eines ist jedenfalls sicher, beim Anblick der dreifachen Mutter und ihrem strahlenden Lächeln sind die negativen Schlagzeilen schnell vergessen.